Du möchtest wissen, was Online-Bruder Korte so im Rucksack hat? Ich verrate sie heute. Mittlerweile arbeiten wir schon lange nicht mehr nur vom Office aus, manchmal auch von unterwegs. Das mache ich natürlich auch. Und dann muss ich natürlich passend meinen Rucksack packen mit diversen Dingen. Und was das für Dinge sind, das verrate ich euch heute. Starten wir mit dem größten Gegenstand zuerst. Und zwar mit meinem MacBook. Klar, wenn man von unterwegs aus arbeitet, dann braucht man natürlich seinen Laptop. Bei mir ist es das MacBook Pro 16 Zoll. Und ich packe meinen Laptop erst nochmal in eine Laptop-Tasche rein, damit der Laptop natürlich gut gepolstert ist. Und dann erst in den Rucksack. Was mir an dieser Stelle aber auch sehr wichtig ist, dass man A, einen Rucksack hat, der groß genug ist, der halt ein 16 Zoll MacBook Pro fasst und dementsprechend auch noch passend gepolstert ist. Als nächstes sind die guten alten Noise Cancelling Kopfhörer dran von Bose. Leute, ich kann es nicht oft genug sagen, ich liebe die Teile unfassbar. Ich bin sehr geräuschempfindlich und wenn ich zum Beispiel mal im Café sitze und vielleicht ein Videoskript einfach schon ein paar Stichpunkte mache und einfach mal meine Gedanken kreisen lassen möchte und einfach die Geräuschkulisse komplett ausblenden möchte, sind die Dinger aktuell einfach nicht mehr wegzudenken. Apropos Skripten, manchmal mache ich es halt so, dass ich einfach ein paar Stichpunkte mache, wenn ich ein Video vorbereite, um einfach mal so ein bisschen kreativ zu sein, ein bisschen brainstormen. Und was brauche ich dazu? Logischerweise einen passenden Notizblock und natürlich auch einen Stift, irgendwie einen Kugelschreiber oder so. Und das ist natürlich auch ganz nice, den immer dabei zu haben, wenn irgendein cooler Gedanke kommt, den dann direkt aufschreiben zu können. Leute, ich will gar nicht wissen, wie oft ich in meinen Videos schon gesagt habe, dass es unfassbar wichtig ist, Wasser zu trinken. Egal ob in Bezug auf die Haut, in Bezug auf deine Gesundheit. Und natürlich muss logischerweise auch eine Flasche Wasser bei mir im Rucksack mit dabei sein. Ich habe dann so eine Trinkflasche, die fülle ich immer mit Wasser auf und habe die immer dabei, weil Wasser ist einfach wichtig. Beim nächsten Gegenspann bin ich mir nicht mehr sicher, wie lange ich den überhaupt noch verwenden werde, weil mittlerweile wird ja fast alles digital. Nichtsdestotrotz habe ich meinen Cardholder aktuell immer noch mit dabei. Bin mal gespannt, wie lange es dauert, bis die komplett weg sind. Aber aktuell habe ich meinen Cardholder auf jeden Fall immer noch in meinem Backpack drin, wenn ich unterwegs bin. Und den Cardholder verstaue ich halt immer in der Innentasche vom Rucksack, weil es für mich echt wichtig ist, dass solche wertvollen Gegenstände wirklich auch in so einer kleinen Tasche verstaut werden können, wo man nicht direkt rankommt. Man kennt das von anderen Rucksäcken, da sind die Taschen meistens außen und da ist natürlich die Gefahr groß, dass man halt auch irgendwie was verlieren kann oder jemand da was stibitzt. Von daher packe ich meinen Cardholder dann immer in die Innentasche des Rucksacks rein. Apropos Rucksack, ich bin mir sicher, jetzt kommt die Frage, was für einen Rucksack hast du da eigentlich? Ich habe mir da einen Rucksack ausgewählt von Johnny Urban. Das ist eine Marke von einem Startup aus Hamburg. Die Jungs machen gute Arbeit und ich muss sagen, ich bin mit dem Rucksack wirklich sehr, sehr zufrieden. Hat verschiedene Taschen, wie ich gerade schon erwähnt habe. Ist minimalistisch, schlicht und dennoch kriegt man alles unter. Also falls ihr auf der Suche nach einem Rucksack seid, schaut unten in die Infobox. Ich verlinke euch den da. Bei meinem mobilen Office darf natürlich nicht die Brille fehlen. Mittlerweile trage ich eine Brille und zwar mit Blaulichtfilter, um einfach das Blaulicht vom Laptop, von dem man fast den ganzen Tag sitzt, einfach so ein bisschen rauszufiltern. Kann ich euch an dieser Stelle auch sehr empfehlen. Weiter geht's mit dem Schlüssel. Ich finde es irgendwie immer ein bisschen unangenehm, wenn man den Schlüssel in die Hosentasche oder so reinsteckt. A, kann er da schnell rausfallen und B, wie gesagt, ist es nicht so angenehm, den Schlüssel da zu haben. Von daher kommt der Schlüssel ebenfalls auch in die Innentasche rein vom Rucksack, genau da, wo ich auch mein Cardholder verstaue. Und an dieser Stelle finde ich es halt auch echt wichtig, dass der Schlüssel einfach separat von dem Rest liegt, denn ansonsten läuft man Gefahr, dass der Schlüssel möglicherweise irgendwelchen anderen Gegenstände zerkratzt. Next one, der Zerstäuber to go. Einfach mein Lieblingsparfum, abgefüllt in so einem kleinen, süßen Zerstäuber. Leute, kann ich euch wärmstens empfehlen, wenn ihr nämlich zum Beispiel im Café sitzt, am Arbeiten seid und ihr vielleicht noch eingeladen werdet zu einem Afterwork-Drink, dann wollt ihr natürlich auch fresh sein. Kommt die Dusche ja, aus dem Zerstäuber schnell raus und ihr seid direkt fresh und fühlt euch gut. Also, so ein Teil habe ich auch tatsächlich immer dabei. Apropos fresh, Leute, Kaugummis dürfen bei mir im Rucksack auch nicht fehlen. Wenn man nämlich unterwegs ist, hat man nicht die Möglichkeit, immer schnell seine Zähne zu putzen, zum Beispiel nach dem Mittagessen. Und dann habe ich logischerweise auch immer Kaugummis mit dabei. Manche von euch werden dieses orangene Teil möglicherweise kennen. Das ist eine portable Festplatte. Die habe ich halt auch immer mit dabei, weil ich manchmal, wenn ich am Arbeiten bin, halt auch was von meiner Festplatte benötige. Und das Teil ist auch an dieser Stelle spritz- und stoßfest. Deshalb kann man das auch einfach so in den Backpack mit reinpacken. Und last but not least, ein kleines, feines Teil von Apple packe ich immer in ein verstecktes Fach rein, und zwar den Apple AirTag. Somit kann ich halt den Rucksack taggen und weiß immer, wo mein Rucksack ist. Wenn er zum Beispiel mal geklaut wird, ja, oder du ihn bei einem Freund vergessen hast oder sonst wo, finde ich einfach ein beruhigendes Gefühl zu wissen, dass du weißt, hey, ich kann den Rucksack immer wiederfinden. Ja, ich bin eh so ein Typ, der verliert öfter mal gerne was. Von daher gibt mir das auf jeden Fall ein gutes Gefühl. Kann ich jedem nur empfehlen, auch gerade dann, wenn man unterwegs oder auf Reisen ist. By the way, Leute, schreibt doch auch gerne mal in die Kommentare rein, was ihr persönlich so im Rucksack habt. Ja, vielleicht gehen einige noch zur Uni oder zur Schule oder arbeiten schon. Schreibt doch mal, was bei euch so im Rucksack alles drin ist. Ich bin gespannt. Alle Gegenstände, die ich in meinem Rucksack drin habe, als auch den Rucksack selbst, verlinke ich euch selbstverständlich hier unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Macht's gut, haut rein. Bis zum nächsten Mal.